Ja, hey, willkommen, mein Name ist Andy OLP und ich begrüße euch zurück zu Monster Hunter 3 Ultimate, mein Gott. In der letzten Folge haben wir versucht, gegen den Gen Moran anzukommen, wurden aber zweimal erledigt, weil das Schiff kaputt gegangen ist. Warum auch nicht? Ja, ich glaube nicht, dass ich irgendwie stärker werde und ich glaube nicht, dass mir etwas bringt, weil ich muss ja... Weiß ich nicht, mit Ballisten und all sowas kämpfen, deswegen. Ja, wenn ich den jetzt nicht schaffe, schaffe ich den später auch nicht, aber das ist jetzt erstmal egal. Wir machen erstmal die dringende Quest. Warte mal. Geil. Schanichlava. Warte. Egal. Dann nehme ich. Wir machen die dringende Quest und kämpfen gegen einen, was war das, Ratian oder Rathalos? Mal gucken. Ein Rathalos, ja. Chacha und Kayamba nötig, ja. Da machen wir den fertig. Ein stinknormaler Rathalos, oder? Okay, plus, aber trotzdem. Ein bisschen verdächtig. Habe ich ja mal gucken sollen. Habe ich. Ah, Entschuldigung. Gegengift, ja, ich habe Gegengift. So. Ein bisschen langweilig, ich habe ja nur gegen normalen Rathalos hier kämpfen, aber was soll's. Wenn nur ein Rathalos, dann eben nur ein Rathalos. Ist immer eine dringende Quest, also. Warum denn nicht? Ich bin immer noch ein bisschen. Genervt, dass wir den Gen Moran nicht erledigen konnten. Ist doch nervig, ey. Warum sagt denn das Spiel hier nicht irgendwie solche Sachen wie, ja, das Schiff, das darf nicht kaputt gehen. Vor allem, weiß ich nicht. Wir haben voll Probleme. Oh Mann. Das wird nervig. Muss ich wohl nachgucken wahrscheinlich, was ich noch machen muss. Weil ich habe mich eigentlich schon gut angestellt. Wenn er irgendwie diesen verdammten Bauchplatscher hier so oft macht, kann ich auch nichts dagegen machen. Setzt hier einen Gong ein, pff, ja. Macht er wieder einen Bauchplatscher, setzt seinen Haken hin, macht er wieder einen Bauchplatscher. Also irgendwas, vor allem, wir sind ja die ganzen Sachen ausgegangen. Also was soll das? Oder ist er? Ja, er ist ein R. Ja, gegen euch Viechern habe ich schon so oft gekämpft, ne? Muss man ein bisschen leiser machen. So. Ein bisschen laut nehmen. Ich möchte nicht ein ganzes Echo haben. Wie meinen anderen Projekten, meinen neueren. Im ersten Part, was ich aber jetzt gelöst habe. Ich muss sagen, wenn du jetzt schon abhaust, ne? Erstmal jetzt schwarz drin. Nein. Der Rathalos, den kann ich ja auch schon auswendig. Obwohl er auch nervig war, das weiß ich noch. Aber euch kenne ich schon eh noch auswendig. Euch Viecher. Also es hat kein Problem. Kleines Gold, Alter. Okay, wir kriegen auf jeden Fall Geld. Ja. Ich habe schon 10.000 hier von der Gen Moran Quest, weil ich da immer Goldeier und was weiß ich nicht bekomme. Oh nee. Hilfe! Nein! Vor allem, was ich irgendwie nicht verstehe. Jawohl, verstehe ich schon, aber können wir schon eine neue Rüstung und so machen. Und Gen Moran Material. Ein paar. Ich hätte schon, weiß ich nicht, so ein paar Dinger hier abgeerzt. Das war nicht gut.
du da nicht so auffällig für, glaube ich, ne? Also keiner schon so lange nicht gegen Ratlos gekämpft hat. Oh Mann. Oh. Boah, jetzt hängt der. Was hätten wir in letzter Zeit oft, ne? Ist im Giginox auch passiert. So gekettet werde. Wenn jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr angegriffen. Ja, darf ich dich mal angreifen? Das ist schon eine Jahrzehnte her. Boah, dann bringt er direkt wieder. Mal ein Gott. Weil das ein stinknormaler Ratian, Rathaus auch noch. Das soll kein Problem sein eigentlich. Boah. Oh mein Gott, echt? Boah, geht der mir auf den Nerven gerade. Nein. Oh mein. Oh. Danke. Boah, geht der mir gerade auf den Nerven. Ja, ist auch noch eine Update. Normalen Trank halten können eigentlich. Oh. So, unbedingt meine Waffen irgendwie stärken. Geht so nicht. Nur neue Rüstungen, die meine Waffen stärken, was weiß ich. Ja, die auch noch. Ich möchte ein bisschen angreifen. Ich konnte fast gar nicht mehr angreifen am Ende. Einmal und dann haut er direkt ab. Angriff kenne ich noch. Erst brüllst du und dann machst du einen Feuerangriff, was ich voll unfair finde. Danke. Ja, genau den Angriff. Oh, ey. Ich hasse das so gern. Ja, jetzt kommen die auch noch. Ich weiß noch, wie sehr das Feuer vom normalen Radian hier, vom verstärkten Radian hier, wie getan hat. Dann geh du mal weg mit dem Zeug. Der Viecher geht auch mal weg. Ich hab grad eine beschissene Laune, ich komme gerade direkt aus dem Gen-Moran-Kampf. Aus all beide. Also ich habe jetzt irgendwie Bock hier mit dir ein bisschen zu frusten. Glaub mal hier. Ja. Mal gucken, was die Sachen da sind, die da hinterlassen werden. Nichts gefunden, natürlich. Wow. Ja, den schaffen wir aber. Also den Gen-Moran werde ich mir nur so bis zum ganz Ende irgendwie aufbewahren.
Und ich gibt's von denen nicht noch eine stärkere Version. Und Zerdos gibt's glaube ich eine stärkere. Und schon Jäger. Boah, dieser an diese Kombi, ne? Ist echt die unfairste Kombi, die es gibt. Lass mich betäuben und dann müssen Cup Fire kommen. Ich kann da nicht rechtzeitig ausweichen. Bleib schon beim normalen Gas. Ja, und der ist die ganze Zeit am Fliegen. Er geht mir auch so auf die Nerven. Also anstatt am Boden zu bleiben, ne? Die ganze Zeit flapp, flapp, flapp. Ja, genau das, Mann. Hier weg. Ich brecke hier beinahe. Ich mal feuerfest irgendwie genommen. Habe ich überhaupt für einen Effekt genommen? Ich habe einfach über random genommen, glaube ich. Ich war ein Idiot. Genau. Das Goldei, geil. Oh Mann. Okay, weiter geht's. Der frisst natürlich schon wieder. Oh, der eine Flügel ist kaputt, sehe ich gerade. Noch weg. Sehr gut. Radhalschuppe plus. Er lag schon vorher mit Glitzernis, glaube ich. Bah. Okay, der ist schon umgefallen und irgendwie werde ich in letzter Zeit voll oft betäubt. Kann das sein? Irgendwie nach jeden Angriff scheint das jetzt zu sein. Ja. Schon eine Flügel noch. Ich auch noch platt. Bah. Guck mal hier in der Mitte. Geht doch wohl nicht. Was man macht, sagen. Danke, Schatscha, fürs Abwehren. Da kommt er meistens hier in die Mitte. Ja, ich dann macht sagen. Jetzt sollte ich die Dinger öfter benutzen. Ich werde die Kämpfe bestimmt auch schneller erledigt. Da, guck mal, haben wir einen Machtsamen gefuttert schon. 2-3 Schläge und der ist am Boden. Ich hoffe, wie das jetzt hier geht. Das war nicht so eine gute Idee, glaube ich. Okay, lenkt den Abkeier mal sehr gut. Mann. Alter. Danke. Meine Güte. Wie viel hab ich jetzt geworfen? 5? Jetzt hat er ob. War ja perfekt. Glück habe ich das. Was? Ich wollte schon sagen, er sei jetzt zur Basis eingeflogen.
Maske sollte es auch besser in sich haben. Oh. Ist bestimmt voll kacke. Genau wie die antike Maske, die war auch kacke. Laden und zack, trotzdem getroffen. Aber wird doch schon erschöpft, bitte sei erschöpft. Sei erschöpft, Mann. Wird immer noch kunterbunt durch die Gegend. Mann, ich hab doch. Oh, nicht. Er hinterlässt solchen Müll, ne? Wisst ihr das eigentlich? Hier und da mal ein Goldbein, aber sonst nur Dreck. Ich hab so das Gefühl, ich klinge voll irgendwie gestresst oder emotionslos gerade in dieser Aufnahme. Das tut mir irgendwie leid. Also ich fühle mich jetzt auch irgendwie sehr komisch. Okay, Vorräte. Die holen wir uns nochmal. Weil der will ja jetzt einfach abhauen. Oh, da ist er. Gut. Frisst er jetzt direkt schon wieder so ein Viech? Nö, was? Okay. Dann nehmen wir uns das hier alles mit umgehen, gibt ich brauche mal wieder eins. So. Der Stress hängt aber nur vom Genmo an. Zusammen. Weil ich wollte sowieso eigentlich nur so weit spielen, dass ich irgendwie offscreen wieder was machen kann. So ein bisschen vorbereiten. Ich wieder was zu tun habe. Ja. Und mal gucken, wie vorbereitet ich dann bin. Ey, du. Habe ich mal irgendwie ein paar Ohrstöpsel? Ja. Diese Kombi ist so billig. Und das so kacke. So. Ja, das ist natürlich ein wunderbarer Ort zu kämpfen hier. Na, komm mal her. Kämpft jetzt ins Gesicht. Nix, Mann. Ja, das hat aber was gemacht. Gut. Also nicht, was das bringt, aber... Er sieht jetzt sterbe. Wird schon was gemacht haben. Aber jetzt roll ich doch nicht die ganze Zeit. Ich meine, dreh dich. Rollen und drehen, das ist das gleiche. Das ist das gleiche. Ah! Ah! Wo geh weg, Mann? Alter! Und zack, und zack. Schön. Bams. Sehr rot. Sehr gut. Ganz Zeit das Griff. Boah, jetzt dreht er sich schon wieder. Sehr gut. Da diese Combo, ne? Das ist so unfair und das war sehr gut ausgewichen. Also erst mit Täuben und dann mit dem Kackangriff ankommen. Finde ich so billig.
Wir sollen damit aufhören. Oh. Ich hoffe, der Kampf dauert nicht so lange wieder gegen den Giginox. Weil der Genmoan-Kampf dauert nicht so lange, Mann. Okay, den muss man ja auch in einer halben Stunde irgendwie schaffen. Aber trotzdem. Sehen wir mal, bei welchem Monster ich mich schon besser auskenne. Er scheint noch nicht erschöpft zu sein, weil er noch nicht umfällt beim Rennen. Okay, so viel dazu. Ja gut. Fickt er weg, willst du mich auf den Arm nehmen? Ich kann doch nie wegfliegen. Das macht keinen Sinn. Boah. Fickt er mal eiskalt irgendwie so durch, weiß ich nicht, die Decke, Felsen, was weiß ich. Gibt's doch nicht. Jetzt futtert er wieder, ne? Kannst du ja sofort abschminken. Futtert deinen eigenen Schweif hier. Was? Ich habe nicht getroffen mit meinem ersten Schlag. Willst du mich auf den Arm nehmen? Oh, ist ja so dämlich. Geh weg, Mann. Danke. Ich bin schon ein bisschen aufpassiert in diesem Kampf, habe ich das Gefühl. Ja, bin ich gut, dass die Pflanzen fast auf meine Seite sind. Wenigstens die wissen, wie es läuft hier. Im Gegensatz zu den ganzen Katzen und was weiß ich alles, was immer sonst auf mich losgeht. Dieser Angriff, ne? Ich hasse ihn wie die Pest. Die Rathalos-Rüstung nicht irgendwie dafür gesorgt, dass man irgendwie schneller schleift. Das könnte eigentlich auch noch schnell sein, obwohl mit der Waffe muss ich so gut wie nie schleifen. Brauche ich eigentlich gar nicht. Ich tue jetzt eigentlich nur noch, ich würde eigentlich jetzt nur noch Rüstung tragen, die Angriff plus geben. Deswegen jetzt am schlauesten. Ah. Finde ich jetzt. Danke. Das ist schon wieder passiert. Na, komm mal hier hin, bitte. Ich bin immer nicht mal am Rennen um. Aber ich soll umfallen? Okay. Geh weg. Oh, sind beide Flügel kaputt übrigens. Ich glaube ja, ne? Kann man auf zu looten. Hätte vielleicht umstellen sollen auf Kampf. Ja, gegen Genmoan auch geklappt. Wir haben ja auch die Ballista und so hier gehandhabt, was auch gut war. Und natürlich hat nicht irgendwie Ballista Munition verballert, die ich benutzen konnte. Ich denke sowieso, man muss einfach nur eine halbe Stunde überleben. Was ich doof finde. Macht's ab. Oh Mann, warum ist denn jetzt schon wieder Dingens weg? Also ausgerechnet jetzt, wo er wechselt. Okay, der ist hier. Zum Glück weiß ich hier die ganze Zeit, wo er hinläuft. Einer.
So, diesmal vom ersten Mal getroffen. Boah. Noch machtsam futtern. Weiß ich nicht. Jetzt setze ich den Feuerangriff ein. Ja, zum Glück schalte ich nicht davor. Wäre noch besser gewesen. Steckt er da fest? Der steckt da fest. Boah, ich dachte, ich wäre eigentlich weit genug entfernt. Ja. Ja, danke Leute. Ich werde heute nicht von den Feuerkugeln getroffen. Nein, nein. Es ist sehr ungewohnt hier zu kämpfen, aber okay. Wenn du auf engeren Raum kämpfen möchtest, dann bitte schön. Oh Mann, echt. Ich treffe hier gar nichts. Ich hab die Waffe noch gezogen. Mann! Nein! Und zack! Mann! Okay, gut. Ich bin gerade vorbeigelaufen, Mann. Da kämpfen wir hier weiter. Wir sind immer noch nicht erschöpft, Mann. Mann. Fahr mal wieder oben. Ah, jetzt bist du erschöpft, sehr gut. Dann, aua. Dann mach dich auf den letzten Schlag fast. Das wird immer länger. Mann. Warte, die fliegen immer da, ne? Ah, Waffenstärke. Mann, ausgerechnet jetzt. Der will jetzt nicht extra schon wieder nehmen. Screen wechseln, oder? Der sah schon wieder so aus, als wäre er in Bewegung. So, komm, komm schon. Fahr weg, tu mir den Gefallen. Der macht das jedes Mal, diese Kombi, ne? Es brüllt und dann ist er diesen Feuer angefallen. Das ist so unfair. Jetzt extra nach einem Kratzer haut er wieder ab, ne? Bin ich auch immer geil. Hätten sie auch ein bisschen besser lösen können. Aber da ist mir alles so am Ende jetzt aufgefallen. Ja. Wehe, du verfallst mit einem Schlag, dann krieg ich die Krise. So. Komm her, du darfst mich futtern. Meins ernst, wie die Maske lohnt sich nicht. Hat ja alles zu machen. Bin ich so scharf drauf, gegen das Vieh zu kämpfen, ganz ehrlich. Soll ich das denn schon lohnen? Wer lasst irgendwelche beschissenen Sprüche ab, ihr beiden. Also sowieso was kommen wird. Ich spreche Chacha an, der will mir was sagen. Ich spreche Kayama an, der will mir genau das gleiche sagen. Und dann ist da irgendjemand im Dorf, der will mir auch noch mal das gleiche sagen. Jetzt soll ich das machen so. Anstatt hat eine Person hat sagt, wir müssen dann direkt alle sagen, damit ihr auch sicher gehen, dass ich
die Nachricht bekomme, habe ich das Gefühl. Würde mich nicht überraschen, wir wollen mal wetten, dass das so wieder ist. Aha. Schmeißt die Klippe runter, Mann. Dann springe ich hinterher und steckt mein Riesenschwert in mich rein. Das wäre voll episch. Ja gut. Sehr gut. Das war looten. Warte, das rückt mich Panzer. Das sind keine Plus-Sachen. Gib mir Plus-Sachen. Das ist schon Plus, yay. Höllenbeutel, okay. Ist hier nicht auch schon? Dann sehe ich mir hier noch ein Ei weg. Boah. Oh, heute wird echt gut zu Abend gegessen. Oh, 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 oh. Mit diesem riesen Omelett. Yay! Lupf, ah. Wäre auch bei meinem zweiten Charakter aufgefallen. Selbst wenn ich, man kann mit Y diese Ei-Sachen ablegen. Und die gehen dann auch kaputt. Was ist das denn bitte schön? Für ein Schwachsinn. Okay. Irgendwas Hartknochen. Ja, hätte ich mal lesen sollen, Idiot. Objektbelohnung. Okay, ich krieg von irgendwann immer 10.000. Für den Goldei? Das wäre mal geil. Wir haben ein Einkommen gesichert. Lass mal die Sachen so, wie ich die eingestellt habe. Okay. Was ist mit dem los? Jamba! Das ist schrecklich. Ultimative Maske nicht mehr wie zuvor. Nichts Ultimatives mehr. Aber Maske fühlt sich seltsam an. Kayama spürt leichte Reaktion auf Elektrizität. Hm, Kayama sich frage, vielleicht die Maske braucht mehr Elektroschock. Vielleicht Behandlung mit Elektroschock ist Schlüssel, um Geheimnis von Maske zu lüften. Kayama muss Geheimnis lüften, also Kayama passt bis dahin gut auf Maske auf. Ultimative Maske gehalten. Chappen, Nichaka seltsam. Chacha die Maske schon gesehen hat, sah aber nicht so aus. Das war ultimative Maske. Das? Mehr wie Unglücksmaske. Oga, Oga, Chacha denkt Unglücksmaske perfekt für Kayama. Das stimper, Chick. Wat? Kayama immer böse bei Shaka Schocks. Chacha gibt Kayama Maske. Chacha lässt aller keine von Maske. Chacha viel Hirndenken über neue Maske, reitet auf euphorische Welle von Kreativität. Tratsch, tratsch, gibt Chacha neue Idee von Maske. Oga Oga, Chacha neue Idee von Maske hat, kann gar nicht schief gehen, Alampa. Maske stellt Falle für Beute. Monster hat Charei nicht mehr aus. Chacha macht größte Falle aller Zeiten. Chacha lässt Pläne bei Chuck hin vom Dorfchef Juno und du weißt schon, was zu tun. Oh Gott. So, ho, oh, hallo Jäger, Jukata, endlich Uwase gibt verlässliche Informationen zu neuen Monstern. Na nee, was Monstername, du fragen, heißen Sairu. Oder Sairu, ja, bedeuten Brachiodos. Mein Geheimdienstnetzwerk Uwaha sagen, Brachiodos überall machen Ärger, bald her. So, ich suche Monster und Gohan, sieh da, ich finde Brachidios bei Kazan. Kazan bedeutet Vulkan. Sehr seltsam, das Monster kann spontan Explosionen machen. Gründe unbekannt. Und auf Monsterhaut ist Schleimparasitschimmel. So viel Nazo. Geheims, was weiß ich. Zu schnell weggedrückt. Egal. Riese aus Fernost wissen, du rätst Lösung. Ja, frage Süße von Gilde. Dir soll ein Quest machen. Der war Sevent rufen. Also, egal, bei ihm, bla, 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 bla. So, du willst mir Satz sagen. Okay, Pläne für eine neue Maske, bla, 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 ich weiß. Kann ich die vielleicht herstellen? Schon dabei sind. Ich habe ja schon immer noch die hier und konnte die immer noch nicht herstellen. Nebel Starfout Plus. Ach ja, irgendwie müssen wir auch kämpfen. Irgendwann, ne? Wenn es stimmt, was der Lümmel sagt, dann hat die Maske ihre Form verändert. Ich habe Junior gefallen, aber er weiß auch nicht, wie sehr er sie reparieren kann. Da müssen ein paar merkwürdige Dinge drin sein oder sowas. Vielleicht ist es ja Initiationsritus für die Lümmel, wenn sie die Maske reparieren. Halt so ein Schakalaka-Ding. Was weiß ich. Gut gemacht, du hast den Rathaus erwischt und die ultimative Maske hast du auch noch erbeutet.
Das haben wir zumindest gedacht, aber der kleine Kerl behauptet, dass sie sich irgendwie verändert hat. So ein Mist, ich hoffe wirklich, dass wir sie irgendwie wieder reparieren können. Aber es nützt nicht, verunstaltete Maskentränen zu vergießen. Wenn wir uns davon runterziehen lassen, verlieren unsere kleinen Freunde sonst auch noch den Mut. Setz bitte ein Lächeln auf, ja? Stell dir vor, du hast einen Lebensvorrat an Wettsteinen gewonnen oder sowas. Das ist nicht so, hat der Freude ist. Vielleicht an Tränken. Schon gut, verkneift das Grinsen. Es gibt Arbeit. Wir werden buchstäblich von Jagdanfragen begraben. Okay, nicht buchstäblich. Du weißt, was ich meine. Es sind viele. Wenn du genug Monster erlegst, findest du bestimmte Hinweise, wie man die Maske reparieren kann. Es ist ganz in deinem Interesse, dass du losziehst und bis zur Erschöpfung auf die Jagd gehst. Okay, und wir haben den Rang jetzt erledigt. Gut. Wir können zum Vulkan. Lagiakros, Diablos, Nebelsnar, Fragezeichen, Barioff, Fragezeichen, Aknaktor, ein Uragan, ein Durambos, zwei Durambosse, wat? Das ist ein Nebelsnar, ein Groß, Vogi und ein Lagiakros. Und das ist ein Aknaktor, ein Volvidon und ein Rathalos, glaube ich. Brachidios. Bedeutet Ärger. Okay. Hey, ist das Ding aus dem Dingens? Aus dem Intro? Hat auch so grüne Beulen. Geil. Ich sehe das endlich. Okay, boah, der kommt aber spät. Okay, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Missionen, die ich offscreen machen kann. Dann mache ich ja alles bis auf den Brachidios. Und ja. Hier sind ja auch noch zwei, glaube ich. Ja, drei Giginox noch. Das hier auch noch. Und das hier müssen wir verschieben irgendwann. Bis zum ganz Ende irgendwann. Ne? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, du willst nochmal mit mir reden. Oh, ist das nicht der Jäger? Wie geht's? Wie gehen Kari? Kari bedeutet Jagd. Tut mir leid, ich wollte wieder Kapitän der Argossi klingen. Eine Art neues Schumi. Ein Hobby, klar. Im Augenblick eher Tanoshi. Tanoshi bedeutet Spaß, glaube ich zumindest. Ja, das war Tanoshi für 5 Minuten. Mir ist langweilig. Es zeigt mich wieder, wie gewohnt gewählt auszudrücken. Warte mal, ich habe eine Jagdanfrage für ein Monster. Diesmal ist das Ziel ein Brachidios. Ich weiß. Habe ich gerade... Oh, wir sind den Kapitän der Argossi für diese Quest zum Dank verpflichtet. Er hat die Beste zuerst entdeckt. Mal sehen, was ich über diese mysteriösen Monster habe. In meinem umfassenden und schweren Monsterführer steht, es ranken sich viele Mysterien um diese Kreatur. Okay. Selbst die Monster-Experten der Gilde wissen nichts über diese Bestie. Du bist auf dich allein gestellt, Jäger. Aber ist ein Eintauchen ins Unbekannte nicht Teil des Spaßes bei der Monsterjagd? Es reicht, wenn du nix. Okay. Ist jetzt hier nichts Neues gekommen, ne? Ja. Gut, keiner will reden? Okay. Dann kann ich den Part endlich beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wo weiß ich nicht. Wahrscheinlich gegen Brachidios kämpfen werden. Mal schauen. Ich bedanke mich jedenfalls allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.